Wir sitzen hier heute mit Herrn Windecker. Herr Windecker ist Schriftsteller und zwar ein sehr produktiver. Was haben Sie denn alles schon so geschrieben? Wenn ich mich hier umschaue, ist ja einiges dabei, was von Ihnen ist. Ja, also ich habe 3 Romane veröffentlicht, schon den ersten 1988, Der große Bär muss sterben, der in Frankfurt und in Alfeld spielt. Dann 2 Gedichtbände und dann eben halt viele, viele Gedichte, 500, 600 mindestens und sehr viele Kurzgeschichten, auch in den 100er Bereich hineingehend. Ja. Stichwort zu den Kurzgeschichten. Sie haben jetzt eine CD mit Kurzgeschichten und Gedichten veröffentlicht mit dem schönen Titel Windu. Mögen Sie uns mal verraten, was hinter dem Titel steckt? Ja, Windu ist auch eine der Geschichten, die eben halt hier auf der CD sein werden. Und Windu berichtet eben halt, wie es dazu gekommen ist. Ich habe in den 60er Jahren, genau auch wie mein 7 Jahre älterer Bruder, Handball gespielt. Und da gab es so einen älteren Trainer, der hieß Heinz Enig. Den haben alle Vater oder auf Hessisch Vater genannt. Und der, vielleicht weil auch damals so die Winnetou-Welle war, der hat sich nicht die Mühe gemacht zu sagen, Wilfried oder Wolfgang, für ihn waren wir beide Windu. Und das Erstaunliche ist, dass das so eine Verbreitung gefunden hat, auch im Sportverein, im großen Sportverein, dass viele dann dachten, das wäre mein richtiger Vorname. Und meinen richtigen Vornamen, Wolfgang, kannte gar keiner. Die sagten, kommt eigentlich dein Vorname her? Da ist er, das ist mein Spitzname, das ist kein Vorname. Okay. Okay, und das ist ja, wie Sie gerade gesagt haben, eine der Geschichten, die auf der CD Windu auch zu hören ist. Genau. Führt das schon in die Richtung, dass die Geschichten, die dort zu hören sind, also autobiografische Züge haben? Das ist auf jeden Fall zu bejahen. Man kann also sagen, bin ich geprägt? Die meisten von uns kennen ja den berühmten Schriftsteller Walter Kempowski, Tatlöser und Wolf und so weiter. Und bei dem, in dessen Haus, habe ich also mehrere Seminare gemacht. Und der Kempowski sah sich ja als Chronist seiner Zeit. Und so sehe ich mich auch als seinen Schüler, als Chronist meiner Zeit und versuche dann eben halt, natürlich ist das Ganze auch fiktional geprägt. Es ist manches weggelassen, manches geschönt, manches vielleicht ein bisschen übertrieben. So wie ich dachte, dass es vom Effekt her am besten ist. Aber natürlich sind viele davon autobiografisch geprägt, selbstverständlich.